So, in dem Kapitel zeige ich Ihnen jetzt, welche Reifemöglichkeiten das man habe, Sitzpositionen, die man einstellen können und die Beleuchtung. Fangen wir an mit der Reife. In der vorigen Kapitel haben wir ja schon erwähnt, 8,29 Zoll oder 27,5. Bei den 28, also den großen Laufrädern, unterscheiden wir zwischen Großprofil und Straßenprofil. Und Sie können auch noch die Breite wählen. Also zwischen zum Beispiel 47 mm breit bis 57, das geht alles. Also je nachdem, welchen Straßenuntergrund das Sie meistens fahren, wählen Sie die entsprechende Breite und das Profil. Ja. Und Sie können auch noch wählen, wenn Sie es etwas kleiner, kompakter und noch mehr geländetauglich haben möchten, noch mehr, dann nimmt man eben die 27,5. So, und die Sitzposition, Michael, das sagst du. Sitzpositionen sind wir auch variabel. Wir haben einen ganz normalen Schnellspanner verbaut, wo wir den Sattel schnell hoch und runter stellen können. Ein großer Vorteil, wie im vorherigen Kapitel schon erwähnt, ist ein Speedlifter, den wir verbauen können. Hat natürlich zur Folge, dass wir auch hier ganz schnell, während wir lange Touren gefahren sind zum Beispiel, unterwegs auch einfach die Höhe einstellen können. Ne? Es sorgt für eine aufrechtere Sitzposition und dadurch auch zu einer Entlastung. Genau, also Leute gerade mit Rückenproblemen oder nicht, egal. Jedenfalls ist es eine tolle Sache und auch für den Transport auf dem Heckträger. Ich kann einfach mit dem Hebel zack und den Lenker querstellen. Was wichtig, ganz wichtig zu erwähnen ist, zur Sitzposition gehört noch verschiedene Sattelfederungen. Das entscheiden wir meistens nach Gewicht des Fahrers und wie er fährt, ob er auf Straße fährt oder über holperige Strecke. Und wir können natürlich auch entsprechend der Größe des Menschen und wie er gebaut ist, die Proportionen, großer Oberkörper, kurzer Oberkörper, können wir hergehen und können dann hier den Abstand Lenker-Sattel weit auseinandernehmen oder reduzieren. Da wäre es dann gut, wenn Sie selber hier als Mensch bei uns erscheinen. Wenn Sie normal sind, gibt es das normal, dann kann man sowas auch fernmündlich per Telefon, per E-Mail, können wir Ihnen ein paar Daten dann sagen, die Sie zu messen haben und dann kriegt man das auch hin. Genau, empfehlen wir Ihnen das Richtige. Zuletzt wäre noch die Beleuchtung erwähnenswert. Genau. Also auch hier können Sie wählen zwischen einer Standardbeleuchtung, die dann leuchtet, wenn es dunkel wird und die gesehen werde, und zwischen einer Beleuchtung oder mehreren, die immer heller werde. Ist dann wichtig, je dunkler die Strecke sind, die man nachts zu fahren hat, Pendler zum Beispiel, über unbeleuchtete Radwege, oder wenn Sie sehr schnell fahren, dann wollen Sie auch weiter gucken. Auf der Autobahn blendet man ja auch auf, gell? Ja, also diese Möglichkeiten haben wir und schon kommen wir Ihrem Rädler schon wieder einen Schritt weiter zu.